Bevor es wieder losgeht, haben wir euch noch was Geiles mitzuteilen. Und zwar sind wir ab jetzt regelmäßig auf Twitch unterwegs. Konzi wird dabei Warzone zocken und ich im FIFA-Bereich die Weekend League rauf und runter spielen. Mit mir ist das Freekickers Twitch-Trio komplett und ich zocke alle Games, auf die ihr und ich gerade Bock haben. Ihr könnt uns dabei zugucken, also schaltet ein. Und jetzt viel Spaß beim Video. Oh nein! Ey, was ist denn? Aber was ist denn? Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mal Zeit für Freekickers Friday, Episode 4. Also der Hype ist auf jeden Fall da. Wir sind, glaube ich, nach ungefähr 5 Monaten endlich mal zusammen auf dem Platz. 5 Monate? Ich glaube eher 5 Jahre. Ja, gefühlt 5 Jahre, aber... Da war ich noch in der Krabbelgruppe. Gruß geht raus an Corona. Und deshalb heute auch ein kleines Special. Das besteht aus insgesamt 5 Folgen. Wir werden es in diesen 5 Folgen, Freekickers Friday, insgesamt in 5 Disziplinen battlen. Das Geile ist, in jeder Folge, der Gewinner bekommt einen krassen Pokal, zum einen. Und zum anderen machen wir jetzt gleich einen kleinen Einsatz von 200 Euro. Ich darf mal einsammeln, also jeder zahlt 200 Euro ein in die Kasse. Ja. Freunde, ich bin mal wieder Student, raus. Als Student schweren Herzens. Oha. Kann ich Ihre Raten bezahlen? Ja, mach mal, zeig mal. Nachzähle. Wahrscheinlich ein Puffi noch behalten. Geil, Lukas, ja, typisch, ja, mit, ja, Zähler, ja, hier, ey. Junge. Kommt er noch mit so einem Beutel Kupfer. Insgesamt sind jetzt 1000 Euro im Pott. Und wer nach 5 Challenges, also nach diesen 5 Kategorien, die wir jetzt abbetteln, vorne liegt, der gewinnt diese Box. Was ist da drin, ne? Jetzt fragt ihr euch alle, was What's ist in da the box? Drin? What's in the box? Wie schwer ist die? Was sagst du? Alter, aha, das muss wertvoll sein. Also keiner mehr weiß... Gewicht gleich wertvoll. Ja, keiner weiß, was drin ist. Also, für Konzi ist der Wichtigste zu klein. Schwer. Zu klein für den Aber vielleicht ein Mac? Keiner hat's Student gehört. Student Mac? Nee, ist scheißegal, ich kann Wir können schon mal sagen, es hat einen Wert von ca. 1300 Euro. Das heißt, ihr macht am Ende Plus, also wer der gewinnt. Genau, und das Geld, das werden wir am Ende spenden. Oh. Und natürlich großzügig. Weil ich denke, es gibt in der Corona-Zeit einige Leute, die das benötigen. Zum Beispiel ich als Student. Zum Beispiel, Martin kann vielleicht auch was gewinnen. Und wir fangen an mit der ersten Challenge und das ist Penalty. Let's go. Schon im Tunnel. Also Jungs, Schnick, Schnack, Schnuck, ja, der Gewinner darf aussuchen. Die komplette Reihenfolge? Ja. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Felix, hier super. Findet das statt, ey, nämlich. Compagnon, wir sind doch gute miteinander. Okay. Konzi fängt an. Ja! Mach doch nicht diese! Konzi fängt an. Da kommt Lukas, Luzi, ich, Tim. Ja, let's go! Warte, ich hab eine Durchsage. Felix ist raus, habe ich gehört. Dann Okay. Seid ihr ready, Freunde? Seid ihr ready für das ultimative Freekickers Elfmeterschießen? Komm, Konzi. Let's go! Jungs, ohne Scheiß. Good luck, man. Good luck, man. Good luck. Müssen wir mal kurz die Stimmlage von Jan holen. Für uns steht relativ viel auf dem Spiel. Erstmals die Ehre, dass man sich in irgendeiner Disziplin der beste Freekicker nennen kann. Und unter anderem stellt ja Konzi einen krassen Gewinn zur Verfügung. Und was mir dann immer so ein bisschen leid tut, ist, dass dieser Amigo hier, er kann halt leider nichts abräumen. Nee, daran muss ich mich leider gewöhnen, aber... Außer, ich hab's ihm schon gesagt, ist schon Trost, er kann was gewinnen und zwar eure Herzen da draußen, ja, oder? Ja. Kann man mal ein Like dalassen für Jan, oder? Mach ich nur für euch. Konzi muss anfangen. Ja, aber ich finde auch so... Hey, drückst du dich gerade ein bisschen? Nein. Hier, GoPro. die Kamera noch. Ah, die GoPro, Akku wechseln. Nein, ich finde, das Schlimme ist, weißt du, du bist so der Gastgeber, gibst noch jedem so eine geile Chance, was zu gewinnen und der Felix, ah, ich nehme den, vor allem ich als Schwächster eigentlich. Ja, aber guck mal, Konzi, sobald du triffst, du machst so viel Druck auf die anderen, sobald ich verschieße. Ja, aber wir auch verschieß halt nicht. Müssen wir auch erstmal. Ja. Okay, Alter, Junge, das ist der... Zitat der Woche, dann verschieß nicht. Weisheiten mit Martin, man kennt ihn. Digga, ich bin sogar nervös für dich, Konzi. Oh! Ecke war da. Geil, Junge. Wie viel Last fällt gerade von dir? Ja, bitte, Konzi. So, Lukas ist mit Abstand der die ganze Zeit am lautesten getönt hat. Den muss ich treffen. Stark. Martin, du darfst. Ja. Ausgeguckt oder kurz die Flatter gehabt? Hey, ausgeguckt. Okay, sehr gut. Wenn ihr mich jetzt nochmal fragt, falls ihr das Intro oder irgendwas verpasst habt, wir sind natürlich alle negativ getestet. Ja. Deshalb kuscheln wir gerade so. Guck mal, fass mal hier an. Schon da. Alter. Ich bin im Kopf schon bei Martin. Links. Er schießt
immer links. Er schießt echt sehr, sehr oft links. Aber man muss sagen, irgendwie als Torwart könnte ich ihn lesen, aber ich glaube als Torwart. Jetzt ist so die erste Runde vorbei und jetzt ist dieser der erste Zweifel ist so abgefallen. Ja. Dann können die. Der erste Zweifel kommt jetzt links, schießt er! Wow! Der war aber sehr gut geschossen. Jetzt können die Unkonzentriertheiten langsam anfangen. Komm, Tim. Mach die Runde. Jetzt ist eigentlich der Favorit hier. Ja, ey, aber weißt du, was der Unterschied ist zu dem letzten großen Elfmeterschießen? Heute schießt jeder ernst. Also heute gibt es keinen, der irgendwelche Faxen macht. Das stimmt. Ich sag mal so, man kann sagen, was man will, man kann sich fühlen, wie man will, aber Tim geht bei sowas immer als Favorit rein. Ja. Es ist halt so ein Follow-through. Es ist traurig. Also erste Runde vorbei, jeder ein Tor, das heißt, es ist wieder bei null. Maximale Spannung, weiter geht's. Konzi, hat sich nichts geändert für dich. Vor allem, er muss halt immer die Runde beginnen. Ja, seht ihr bei ihm auch den Köttel schon hinten drin? Da guckt schon einer raus. Eine kleine Beule. Martin, wie lange warst du vor dem Dreh nochmal auf Klo? Ich war voll kurz, du warst doch scheiße. Ach ja. Oh, der war mit Ansage nach rechts. Aber der war, ja. Also ich habe Konzi lange nicht mehr so sicher Elfer schießen gesehen. Konzi passt sich immer dem geforderten Niveau an. Oh mein Gott, ich laber hier und währenddessen. Ich bin dran. Was kackt der da aus? Der war auch ganz schlecht geschossen. Jan ist irgendwie so, er hat kurz den. Nee, ich dachte, er springt wieder. Make it happen on the low. Aber da kannst du in der Ecke sein, das bringt gar nichts. Das stimmt, der war zu sicher geschossen. Props. Ich habe gehört, wir machen heute die Dude Perfect Wipe. Vor allem das Wetter, Jungs. Das Wetter ist göttlich. Links hat er. Hat er aber auch gut gesehen. Den hat er einmal nach Hause geschickt, dann wieder hierher geholt und dann, geht doch wieder nach Hause. So. Jetzt wird Tim mal keine Ecke angeboten, sondern stehen geblieben. Woher habe ich das gewusst, dass er in die Mitte schießt und dann noch gegen die Latte? Junge! Jetzt müssen wir eigentlich in die Schwarz-Weiß-Zeit pendeln, dass man nochmal einen Elfmeter von Tim sieht, den er verschießt. Ja, ich glaube, da gab es noch keine Videokameras, als Tim das letzte Mal Elfer verschossen hat. Da hat man noch Bilder geschossen. Alter, das ist jetzt heftig gerade. Puls, geh wieder runter, Kerle! Aber jetzt kann Konzi halt schon mal zwei Leute hinter sich lassen mit dem Tor. Oh nein! Hast du eine Lieblingsecke, Konzi? Ja, ich hab Wir hatten mal mit Martin Battle, da haben wir glaube ich 10 Meter geschossen. Ja. Jeder hat immer in seine. Stück auch rechts da rein. Und ich habe 8 links. Ich sag dir, Manni, wenn du die so weiter schießt in die Ecken, der kann immer die Ecke haben. Aber wir müssen eigentlich schon vorher laufen. Oh mein Gott, Jan ist Titan. Der ist einfach im Kopf von Lukas. Weißt du, letztes Beat FK, der hält keinen und auf einmal springt der da so hin. Man muss ihn immer neu erfinden bei jetzt dem Ding. Ist es Mindset. Junge. Das meine ich halt, die sind so perfekt geschossen. Eisekalt. Ich muss sagen, bis jetzt macht Martin den Tim. Tim macht den. Das nehme ich sehr als Ehre. Ja, Tim ist mein Vorbild, was Elferschießen angeht. Aber Felix schießt nach links. Felix ist jetzt auch bockstark einfach. Oh mein Gott. Felix vernascht ihn einfach. Weißt du, ich schieße genau, aber Felix ist im Kopf drin von Jan. Das ist so ein Vorteil. Weil Jan jetzt, glaube ich, versucht, mich zu lesen. Ja, er hat versucht, den Link. Dann muss ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. So, Tim. Folgt da wieder Lukas in die Fußstapfen. Oh! Ey, aber Jan, richtig geil heute. Richtig nice. Egal, es ist richtig starkes Niveau von Jan heute. Der love ist heute it. On fire, der ist wirklich on fire. Vor allem, der hält ganz anders als sonst. Ja, jeder der ist irgendwie. Auch, der wartet auch so lange. Für uns wäre jetzt heute wichtig, wenn Konzi mal einen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, Konzi ist heute stabil. Ich glaube auch. Konzi ist Stirn nach Konzi wieder Jan rechts. Jan ist halt stabil, Junge. Ja, aber wo hat er den rausgeholt? Jan hat auch mal Mitte spekuliert. Ja, muss man aber auch mal. Weil das Ding ist, wenn Konzi nach rechts schießen will, schießt yes, er ja in die Mitte. Was ist hier los? Ey, was ist denn? Aber was ist denn los? Aber Lukas! Aber Jan, aber du passt ja immer. Schieß doch mal. Schieß doch was raus. Ich guck ihn aus, aber irgendwie. Nein, lass ausgucken. Sein. Ausgucken ist echt so ein Ding. Das ist. Zweischneidiges Schwert, das ist. Ja, entweder man kann es oder man kann es nicht. Jan, Props an dich. Echt wild. Jan bisher echt. Wow. Nein! Der war genauso wie die anderen, nur dass die anderen halt perfekt in der Ecke waren. Das war. Man muss jetzt aber dazu sagen, der war halt wieder so ein. Entweder geht er in ein Netz oder er geht raus. Da gibt es keinen Zwischenschritt. Aber das ist halt dann ja schlecht von mir. So, Felix schlecht von mir. Gut vorlegen. Jetzt Felix. Ja! Ja, Junge! Also
brauche ich den, Mann! Oh mein Gott, ey! Wenn Fonsi gleich reinmacht, hat er gewonnen. Ja? Ja. Das ist meine einzige Challenge, die wo ich... Oh mein Gott, Junge! Das Mindset ist... Sagen wir so, Felix hat wenigstens das Tor getroffen. Im Vergleich zu mir. Ja, das war Oldschool Tim einfach. Dreckig wie ganz was. Ja, Konsi ist back. Konsi, wenn er den macht, hat er gewonnen, richtig? Ja. Aber dann schießen wir trotzdem noch weiter, weil es ja Ränge gibt. Genau. Ja, ja, klar. Ja. Also hier geht es nicht nur darum... auf jeden Fall noch den letzten Platz. So viel steht so viel. Du hast den letzten Platz schon. Herzlichen Glückwunsch. Hat schon jeder drei? Also, for the win oder jeder, Jan. Jan kann es nochmal richtig spannend machen. Richtig spannend machen. Nein! Nein! Er hat's. Nein! Er hat's geholt. Er behält seine Preise. Messi. Er ist zweimal dran gewesen. Was war es noch hier für eine Ansage von Lukas? Nur CR7 ist auf dem Niveau, jetzt habe ich es noch. Jetzt kommt es halt drauf an, welche Rangliste wir haben. Also, es kommt nicht nur drauf an, wer jetzt heute gewinnt. Ja, aber Lukas ist auf jeden Fall letzter. Wir alle haben einen verschossen, oder? Ja, wir haben einen verschossen. Jetzt geht es bei uns, wenn wir alle treffen, nein, schießen wir es dann letzter. Wenn mir einer die Kamera abnehmen, mein rechter Arm fällt sonst ab. Oh mein Gott, oh mein Gott. Fast komplett die Ehre genommen. Hat mich heute komplett auseinandergenommen, aber seit wann kann der das? Ja, weiß, der hat manchmal gute Tage. Krass. Ja, der schießt wieder links. Ja. So hätte er kommen müssen, so hätte er kommen müssen. Ja. Hätte Fahrradkette. Ja. Wäre Fahrradkette. Zum Beispiel das Glück, was ich jetzt beim vierten hatte und hatte der Dings Martin halt nicht. Also das ist halt auch ein bisschen immer... So, Felix muss nachziehen. Ja, aber ich schieße die halt auch immer so, dass die, wie gesagt, der entweder kann in Netz oder raus. Ja! Ja! Oh mein Gott! Das ist gut für die Platzierung für mich. So, jetzt muss es fertig treffen. Ist er gleich auf mit mir, weil er hat auch nur einen verschossen. Ja, aber dann ist er gleich auf mit mir. Fühlt sich das an zu den Verlierern? Nein, du hast zwei verschossen. Wenn er nicht verschießt, er hat bis jetzt nur einen Lattentreffer. Ja, genau. Ja, dann haben wir beide. Hast du zwei verschossen? Ja. Entweder egalisierst du meinen zweiten Platz oder du bist Dritter. Dritter mit Felix. Ja. Also entweder muss Tim mit Felix stechen oder du. Jan, komm Junge! Jan, komm Junge! Aber jetzt war Tim. Wo ist dieser Tim? Wo war der in den ersten drei Schüssen? Ja. Der hat seine Routine nicht so ganz. Aber die hat er in drei Runden okay wieder. Das heißt, es geht um Platz 2 und 3. Ja. Wir stechen? Ja. Ja. Stechen. Achso, ja. Schnuck. Oh. Ja. Ja, dreifach geblendet. Ja. Jetzt ist halt die Frage, was ist besser, anfangen oder beenden? Ich glaube, Martin knallt ihn jetzt in Siebel. It's all about humanity. Bei Sudden Death muss man ein bisschen spielen. Ja. Mir fehlt auch absolut die Routine, merke ich. Seitdem einfach Martin streamt auf twitch.tv Freekickers, ist es einfach so ein abgezockter Typ geworden. Ne? Nee, ich dachte mir einfach, jetzt musst du ein bisschen. Vorher war so wirklich serious. Ja, aber du kannst doch noch belieben hier. Ja, ich kann noch belieben, absolut. Ich kann noch belieben. Tim hat seine Frau. Aber der ist... Oh Gott, das ist positives Karma, dass ich Risiko eingehe. Deswegen sag ich doch, irgendeiner schenkt mir hier gerade... Ich belieb, Junge, eins in den Chat. Jungs, ihr wisst Bescheid. Ich habe gewonnen, weil hier King Rush drin ist. Aufgelöst. Eins in den Chat. Junge. Einmal mit Faxen verkacken reicht mir. Der reicht mir einmal verkacken. Mario hat nochmal kurz eingestellt den Dings. Ja, einmal ganz kurz Kicken Rush genommen. Ja! Ja, Junge! Ist das wichtig? Junge, das ist ja echt ein Auf und Ab hier. Let's go! Das ist wie Achterbahn. Krass! Das ist ja geil. Ey, aber das habe ich am Anfang des Videos gesagt. Wenn hier eigentlich einer wirklich als Sieger hervorgeht, dann ja wohl eigentlich dieser junge Mann hier. Danke, Bro. Danke, ey, Bro. Krank. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine heftige Leistung bei einem YouTuber-Penalty-Shootout von einem Keeper gesehen. For real, real. Danke schön. Bockstark. Er hat mir den zweiten Platz geschenkt. Lukas, das wird bei Free Kicks machst du dann wieder. Aber ey, congrats, Konsi. Ja, Junge, das ist so wie die Dings. Wie die Schildkröte, die muss auch langsam Punkte sammeln und dann vielleicht am Ende. Also Jungs, ihr wisst Bescheid. Folge Nummer 4, Penalty, also unser erstes Battle ist ausgegangen. Geht dann schon eine Trophäe eigentlich an dich? Ja, die habt ihr auch vorne ganz am Anfang gesehen, dann seht ihr, hinten steht die. Komm, Lukas hat die Ehre, mir das zu überreichen. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mehr so viel Platz, ich muss mal Haus anmieten, Lagerhalle. Oh, da steht sogar drauf! Jo, Junge! Was steht da? Best Penalty Taker on YouTube! Ja! Hey! Wo sind die Konfetti-Pistolen?
Krank. Ja! Krank, Alter. Muss denn jetzt auf Prosecco drauf? Ich glaube, es gibt keinen einzigen von euch jetzt, der es Konzi nicht gönnt, oder? Der OG Freakickers, der Gründer, der Erschaffer von allem. Aber sehr, sehr geil, Mann. Junge, wir hatten dieses Ding in diesen krassen Pokal geholt. Sag mal her. 585er Gold sogar. Kling, 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 kling. Mach mal so einen Diamond-Tester, so Eis, Eis. Konzi, Schnapsglas für heute Abend. Also damit würde ich mal sagen, wir beenden die erste Folge von unserem Freakigas Friday Format. Wenn ihr die nächsten vier nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall abonnieren. Unbedingt. Gebt dem Daumen einen Like Video nach oben. Und Daumen, ein Like nach oben. Nächste Folge ist Freakick Challenge. Oh, wow! Also geil, ich hab Bock. Die prestigeträchtige das ist eigentlich Challenge eigentlich. Ganz ehrlich, das ich bin lieber Freakick, best Freakick Taker on YouTube als Penalty. Aber und ich möchte Hauptsache Enken. No problem. Ich nehme auch Most Missgeburt auf YouTube. Ich sehe schon, am Ende kommen sie mit drei Pokalen und der Kiste, geht er wieder nach Hause. Und behält die 1000 Euro selber und wer weiß, einen schönen Tag habt. Martin macht den. Also Jungs, das bist du schon bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh mein Gott, viel zu cool. Bleibt sportlich. Genau, und vor allem gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.